Das hier ist die letzte Folge in dieser Aufnahmesession. Und wenn ich sage, diese Aufnahmesession, dann meine ich damit, dass ich die letzten zwei Folgen zur selben Zeit aufgenommen habe, am selben Tag aufgenommen habe wie diese Folge. Und wir werden abschließen, indem wir jetzt gemeinsam mit den Flottenkämpfen Kapitel 3 weitermachen. Denn hier bekommen wir endlich genug von diesen Schiffsmaterial-Omegas oder Fähigkeitsmaterial-Omegas, damit wir endlich dazu in der Lage sind, unseren geonosianischen Sternenjäger seine passive Fähigkeit zu verbessern. So, wir springen rein und können jetzt endlich mal unseren Darth Vader testen. Und zwar mit seiner neuen Power. So, also greifen wir erst einmal alle Gegner an. Zack, zack, zack. Und dann heizen wir erst einmal auf ihn hier, weil er heilen kann. Dann heizen wir auf ihn hier ganz normal, weil er uns mal kann. Und dann bleibt nur noch die gute Ahsoka. Und auch Ahsoka pusten wir jetzt weg. So, erst einmal betäuben. Dann treffen wir auch ganz sicher. Zack. Und Vader kam noch nicht einmal zum Einsatz. Aber keine Sorge, wir werden nochmal einen Flotten-Arena-Kampf machen. Oh, guck mal hier, wir haben einen Poe bekommen. Oh, guck mal, Poe. Ist er zivilisiert? Und so, wir machen jetzt hier weiter. Darum geht's ja eigentlich. Falls unsere Energie nicht reicht, laden wir sie wieder auf. Dafür haben wir alle unsere Kristalle erspielt. Dadurch, dass wir jetzt wieder regelmäßig auf Platz 1 und Platz 2 landen, sind wir jetzt praktisch dazu in der Lage, immer wieder jeden Tag 375 bis 400 Kristalle aus der Flotte zu ergattern. Die einzigen Tage, an denen ich es nicht schaffe, sind die Tage, an denen ich dann irgendwie länger arbeiten bin oder so, ne? Wo ich dann keine Zeit hat dafür. So, betäuben wir den hier mal. Ach, der ist sogar schon gleich weggepustet worden. Und der frisst die volle Macht der Geonosianer. Und das war's. Zweimal Fives brauchen wir nicht mehr. Dafür kriegen wir dann ein anderes Zeug. Aber hier kriegen wir zwei von denen und zwei von denen. Ihr wisst ja, wir brauchen wieder 100 davon. Denn ich möchte ein weiteres Schiff. Am besten wahrscheinlich wird es Fives Schiff sein. Entsprechend die Einwechslungsfähigkeiten auftunen. Hier gibt es nur das Zeug zu farmen, aber das ist in Ordnung. Deswegen gehen wir mal hier drauf. Wahrscheinlich steht dann da am Ende wieder EXP oder so. Okay, so, die Gegner sind meistens schneller als wir, das ist völlig in Ordnung. Dafür sind unsere Schiffe ziemlich tanky. Und wir pusten erstmal Ahsoka weg. Ich mag sie ja eigentlich sehr gern, die gute Ahsoka. Machen wir hier mal so einen Angriff. So, zack, zack. Leider hat der Gegner überlebt. Und ihr seht es, unser Spion weicht aus. Ist halt so cool, ne? Entweder weicht er aus und jetzt können wir Vader rufen. Guckt euch das mal an hier. Wir werden sehen. Zack. Das nenne ich pure Macht. Zwei Schaden über Zeit, drei Schaden über Zeit. Beide Gegner geschwächt. Und wir müssen nur den hier wegpusten, weil wenn der dran ist, wird er eh drauf gehen. Aber wir müssen da praktisch keine Angriffe mehr an Gegnern verschwenden, die sowieso draufgehen. Vorher mussten wir da immer an Gegner, die ziemlich low sind, hier haben wir sogar drei Stück bekommen, an Gegner, die wenig Lebenspunkte hatten, mussten wir immer noch einen Angriff verschwenden, um sie irgendwie wegzupusten. Und jetzt kommt eben Vader und regelt das für uns. So, also gehen wir nochmal hier rein. Wir müssen nochmal aufladen, das passt soweit. Wir können auch gleich ein weiteres Mal aufladen, weil ich noch farmen möchte. Mehr als drei mache ich hier nie. So. Ja, ich werde dann offscreen einfach wieder ein bisschen farmen. Ja, komm hier, erstmal alles draufhauen. Dieser Angriff ist eigentlich immer der wichtigste Angriff am Anfang. Mit Chance auf Fähigkeitenblockade und außerdem Chance darauf, den Gegner zu entblößen, weil man dann sowas machen kann hier. So, und dann greifen wir mal die die Phantom 2 an. So, hier kommt wieder Vader zum Einsatz. Er wird jetzt öfter kommen. Und dann verpassen wir den mal Zielerfassung. Und den hier betäuben wir mal. Perfekt, weggepustet. Und der kriegt alles andere. Okay, zwei von denen, wir haben 20. Wir schauen uns gleich mal an, wie das aussieht, wenn wir unser Schiff verbessern. Aber vorher schließen wir noch den letzten Kampf hier ab.
Denn wir machen keine halben Sachen. Und wenn ich Tarkin irgendwann auf 7 Sterne habe, ich glaube, ich behalte Tarkin ein Weilchen als Flottenkommandeur, solange bis Tarkin komplett ausgebaut ist, weil es bringt nichts, jetzt Akbar zu farmen. Wobei, ich könnte eigentlich Akbar farmen, denn Tarkin ist... Sollen wir den hier vielleicht... Komm, hier, erstmal das auf den da. Denn Tarkin ist jetzt erstmal sowieso, so gut wie gemaxed. Ja, ich kann seine anderen Fähigkeiten erst dann weiter farmen oder verbessern, wenn ich ihn auf 7 Sterne habe. Das dauert ein Weilchen. Das bedeutet, ich kann jetzt nebenbei an Akbar arbeiten und irgendwann einmal dann vielleicht Akbar-Schilder von Tarkin mitnehmen. Das passt mit den Geonosianern ganz gut, aber ich glaube, wenn ich dann eben sowas wie Vader als Verstärkung rufe und der Tarkin liegt, geht das schon ganz schön ab. Deswegen lasse ich es erst einmal so. Ich mache mir keinen Stress mit Akbar. Ich farm den halt irgendwie nebenbei oder so, ne? Aber höchste Priorität hat für mich erst einmal Tarkin. Der ist erstmal in Ordnung, den bringe ich auf 7 Sterne. Und meine Haupttrio und meine Einwechslungsschiffe sind erstmal am wichtigsten. Und ihr kennt ja mein Haupttrio. Achso, geh nochmal ganz kurz hier hin. Auch hier gibt es wahrscheinlich wieder sogar 4-mal Vader. Guckt euch das mal an. Wir haben den fast auf 7 Sterne. Das finde ich so cool. Wir gehen mal jetzt hier rüber und mein Haupttrio sind ja diese drei, ja, meine Startaufstellung, und ich will erstmal die Startaufstellung komplett gemaxt haben, mit allem drum und dran, auch mit diesen Dingern hier, aber die Startaufstellung kriegt zuerst die Fähigkeiten gemaxt mit höchster Priorität und die Einwechslungsfähigkeiten kriegen unsere Einwechslungsschiffe, und wenn unsere Startaufstellung alle Fähigkeiten gemaxt hat, dann maxen wir die Fähigkeiten von unseren Einwechslungsschiffen. Beispielsweise könnte ich jetzt das hier für Vader machen, aber ich mache es nicht, ja. Wie gesagt, zuerst ist die Startaufstellung wichtig und wir gehen hier hin zu ihm und machen jetzt das hier, denn das hier macht uns stark. Also, Upgrade! So, was hat das Ganze bewirkt? Ganz einfach, wir haben jetzt praktisch 10% Präzision für jeden Geonosianer auf dem Feld. Das bedeutet, wenn wir 3 Geonosianer auf dem Feld haben, 30% mehr Präzision für alle unsere Geonosianer. Wir haben eine 5% höhere Chance, Unterstützung zu leisten. Das sind jetzt also 35%, wenn ein Geonosianer angreift, ist es das Doppelte, also jetzt 70% anstatt 60% wie vorher. Und dazu haben wir nur noch 20% Schadensreduktion bei Unterstützung als 25%. Also sind wir ziemlich stark geworden. Wir können das Ganze mal testen, indem wir auf den Schiffen gehen, in die Flottenarena, und wir sind immer noch auf der 1, Mads auf der 2, weil wir uns heute darauf geeinigt haben. Wir kämpfen einfach mal gegen Mads, weil wir es können, wobei, ja komm, wir machen das mal, wir kämpfen gegen Mads und auf geht's, Freunde! Das ist ein adäquater Test für unsere neue Waffe. So, das ist meistens wie so ein Angriff abläuft von der Einheit, die Mad hat. Wir hatten jetzt tonnenweise Glück in der Form, dass der erste Angriff an ihm abgeprallt ist, ja. Und er hat seinen Angriff dann hier verschwendet an ihm, um nur Schutz wegzumachen. Und dadurch hatten wir eben noch, sind wir halt unsichtbar geworden. Er hier hat ihn angegriffen und mehr Schaden haben wir nicht genommen. Das ist egal, wie das hier ausgeht, diese erste Angriffswelle von denen. Das spielt überhaupt gar keine Rolle für uns, weil sobald er angegriffen wird, werden beide unsichtbar und dann kann eh noch Sunfig angegriffen werden. Manchmal, wenn er ihn angreift und beide werden unsichtbar, dann wird er ihn angreifen und damit betäuben. Okay? Und dann ist es quasi ein schlechter Start. Und der schlechtestmögliche Start ist, wenn Tarkin uns auch noch angreift und uns allen Fähigkeitenblockade gibt. Momentan kann man sagen, hatten wir einen sehr guten Start, weil nämlich Tarkin uns keine Fähigkeitenblockade gegeben hat. Und wir könnten eigentlich hier schon richtig Action machen. Da wir jetzt mehr Präzision haben, würde ich sagen, pusten wir ihn hier gleich mal weg. Denn die Chance, dass er ausweicht, ist sehr gering mittlerweile. Ich will aber meinen Schwarmangriff 4 benutzen. Oder wisst ihr was? Vielleicht auf Bix? Ja, machen wir mal hier. So, greifen wir doch mal normal an. Und das war's. Erste Schiff ist weg. Das zweite ist praktisch tot. Ja. Hier kommt er hier rein. Und er hier kann uns mal, denn wir haben uns unsere Betäubung hier aufgehoben. Rufen jetzt Vader. Ihr müsst euch der Ehre würdig erweisen. So,
So, und Vader sorgt jetzt eben dafür, ach mal diese Werbung hier oben von BlueStacks. Vader sorgt dafür, dass der hier Schaden über, dass alle Schaden über Zeit haben. Er hat leider bloß 2 bekommen anstatt 3 und hat auch nicht seine Angriffskraft geschwächt bekommen, aber er hat seine Angriffskraft geschwächt bekommen, was sehr gut ist. Und wir attackieren jetzt einfach mal ihn hier. Alle Gegner haben schlechte Statusveränderungen. Das heißt, wir haben für jeden Gegner mit schlechten Statusveränderungen 20% mehr Angriffskraft für unsere Flotte. Und Vader hat sogar, also nutzt 60% insgesamt. Und Vader hat sogar 40% Angriffskraft pro gediebufften Gegner. Also 120% mehr Schaden. So, wir greifen jetzt hier an. Das bedeutet, BX ist kein Problem mehr für uns. Er hier kann nur ihn angreifen, weil er gebufft ist. Als nächstes greifen wir ihn an, der ja weniger Schaden macht, dank Vader. Und ihr seht es, wir können jetzt entscheiden, wen wir angreifen, ihn oder ihn. Ich würde mal sagen, wir greifen ihn, weil er sowieso sterben sollte durch die Schaden über Zeit, okay? Also pusten wir ihn weg. So, 50.000 Schaden und er ist draufgegangen. Sehr gut. Ihr seht, wir müssen jetzt keine Angriffe mehr verschwenden an Gegner, die wenig Lebenspunkte hatten, sondern die gehen eben auf diese Weise drauf. Also, wir haben unser neues Spielzeug getestet, den guten Vader. Er hat gleich einen ordentlichen Auftritt gehabt. Und ihr seht, die Strategie, die wir momentan haben, ist ganz einfach. Die drei müssen einfach nur durchhalten, ein bisschen Damage anrichten, so lange bis Vader kommt und Vader räumt auf. Okay? Wenn Vader angegriffen wird, ist das in Ordnung, dann kontert er von Gegnern, die keine Buffs haben. Und wenn Gegner aber Buffs haben, dann ist eben Sunfake da, um zu schützen, okay? Der Computer, wenn man gegen mein Team spielt, wird wahrscheinlich in erster Linie die Slave One einwechseln. Deswegen arbeiten wir an der Slave One. Ihr seht es hier, Vader hat fast 100. Das heißt, der haben wir fast auf 7 Sterne. Dann wird er ein gutes Stückchen stärker. Der Sprung von 6 auf 7 Sterne ist sehr groß. Der ist sehr stark. Und dasselbe gilt für ihn. Und ihn werden wir jetzt einfach immer farmen. So, in der Hoffnung, dass es dann ein bisschen schneller geht. Wir machen das mal so. Einen haben wir bekommen. Und hier war keiner mit dabei. Es lohnt sich eigentlich fast gar nicht, den hier zu farmen. Ich glaube, am besten ist es eigentlich, wenn man Ausrüstungsgegenstände farmt, die man wirklich braucht. Weil die Slave One hat jetzt halt 6 Sterne. Und die braucht sowieso ein ganzes Weilchen, bis ich sie auf 7 Sterne bringe. Von daher farme ich das hier nicht. Ich farme da lieber Ausrüstung. Beispielsweise für den Spion, ne? Ihr seht es, die beiden habe ich auf 11. Den habe ich noch auf 10. Und ich will ihn gerne auf 11 bringen, damit ich nämlich diese beiden Skills hier leveln kann. Ihr seht, wir befinden uns momentan hier. Ja? Und dieser Schub, diese beiden hier zu leveln, diese beiden Skills, das bedeutet, wir machen 10, dann nochmal 15, also 25% mehr Schaden. Das ist enorm mit seinem Spezialangriff hier, ja. Und das haben wir auch noch nicht gemaxt. 25% Bonusschaden für einen normalen Angriff gegen gebuffte Gegner. Und er hier hat das auch nicht gemaxt. 50% Bonusschaden, 5% Zugleistensenkung, ist auch super klasse. Und bei ihm hier haben wir auch die 15% noch nicht. Also da können wir noch einiges an Damage rausholen für unser Team. Aber ja, also ich werde nicht ihn farmen, sondern ich werde lieber hier hingehen, hier hingehen zu ihm und gucken, was wir farmen können. Und zum Beispiel gehen wir mal hier hin. Das hier kann ich nur mit normaler Energie farmen, das ist in Ordnung, aber ihr seht, hier kann ich Flottenenergie für benutzen. Und ich glaube, ich sollte eher sowas machen, dass ich Flottenenergie benutze, aber dann lieber für Gegenstände, die schwerer zu farmen sind. Kann ich das jetzt zum Beispiel mit Flottenenergie farmen? Das wäre ziemlich cool, kann ich sogar. Und da ist nichts Goldenes dabei. Also sollte ich es vielleicht nicht farmen. Gucken wir mal weiter. Was ist hier? Davon brauche ich nur noch 9 Stück. Da könnten wir jetzt nochmal hier 5 holen. Das passt soweit. Völlig in Ordnung. Ist hier irgendwas dabei? Da ist auch nichts dabei. Gehen wir nochmal kurz raus. Aber das kriegen wir ganz schnell hin, das Zeug. Das hier vielleicht noch. Ja, das können wir uns nicht mehr leisten. Da ist auch nichts. Na gut, also ich habe jetzt nichts, was ich unbedingt farmen muss, wo ich dann goldene Dinger farmen kann. Aber wir können jetzt hier reingehen und schon mal ein bisschen was von dem Zeug hier farmen. Das ist nämlich sehr, sehr nervig. Davon braucht man unheimlich viele. Und dann würde ich sagen, machen wir mal ganz kurz das hier. Ist nicht besonders effizient, was Einheiten angeht. Aber ich will ja schnell die Ausrüstungsstufe unserer Charaktere erhöhen. Zumindest unsere Spions. Ich will meine Geonosianer alle schnellstmöglich auf Gear 11 haben, damit ich eben die maximalen, damit ich alles Skills leveln kann von den Schiffen. Und dann bringe ich sie als Bonus nach und nach auf Gear 12. Wahrscheinlich zuerst Sunfag, weil er einfach am wichtigsten ist als Tank. Oder vielleicht sogar erst den Spion, damit er ein bisschen mehr einsteckt. Ihr habt ja gesehen, wie wichtig der ist für den Damage. Der holt ja einen krassen Burst raus. So, Freunde, dann werde ich jetzt hier an der Stelle die Episode beenden. Ihr habt gesehen, gewinnen. Oh,
Das kommt davon, wenn man 3 Folgen am Stück aufnimmt, dann bleibt einem langsam die Stimme weg. Vor allem, wenn es dann so heiß draußen ist. Wir haben ja einen sehr heißen Sommer, sehr heißen und schwülen Sommer momentan. Und ja, ihr habt gesehen, wie momentan unser Team läuft gegen so typische Meta-Teams. Ne? Ihr seht es hier, die Top-Teams sehen momentan alle ziemlich ähnlich aus. Bei mir in der Arena, ich habe die niedrigste Flottenstärke mit 269.000. Die meisten haben über 280.000, manche haben sogar mehr, ein gutes Stückchen mehr. Kann ich jetzt nicht zeigen, aber ihr habt es ja vorhin schon mal gesehen oder in den vorherigen Folgen schon mal gesehen. Manchmal über 290 oder über 300.000 sogar. Und wir können mithalten, Freunde. Wir haben das Potenzial, uns Rang 1 zu holen. Das finde ich super klasse. Wisst ihr noch, als das Flotten-Update rauskam, da habe ich gesagt, Flottenkämpfe nerven mich ein bisschen, weil Flottenkämpfe länger dauern als vorher. Und ich muss mehr Flottenkämpfe machen, um wieder auf Rang 1 oder 2 zu kommen. Ich muss sagen, mittlerweile dauern die Kämpfe nicht mehr so oder genauso lang wie früher, also nur 1 bis 2 Minuten. Und ich muss auch nicht mehr so viele Kämpfe machen wie früher. Und das liegt ganz einfach daran, dass ich endlich Tarkin auf Gear 11 gebracht habe, diesen Skill gelevelt habe, der sehr wichtig war für ihn. Ja, jeder Flottenkommandeur hat einen wichtigen Skill. Bei Tarkin habe ich all diese Skills erst auf 7 gebracht, weil ich ihn immer noch auf Gear 10 hatte. Und das hat überhaupt nichts genützt, ja. Aber sobald ich Tarkin dann auf G11 gebracht habe und das hier maxen konnte, diese 20% Zugleiste für unsere Flotte, wenn irgendein Schiff zerstört wird, macht so dermaßen viel aus, dass wir uns leichter oben halten können. Und dann kommt dazu, dass unsere Schiffe endlich die wichtigen Skills gelernt haben. Wie gesagt, bei ihm hier das zu maxen für den großartigen Damage, ja. Bei ihm hier das zu maxen, damit er ordentlich tanken kann. Und bei unserem Spion natürlich das hier zu maxen, damit er dafür sorgt, dass er und der Soldat unsichtbar werden. Und auf diese Weise hatten wir eine ordentliche Voraussetzung, um uns wieder in den Top 10 zu halten oder Top 5 zu halten oder dort zu, immer wieder regelmäßig hinzukommen. Und wenn wir jetzt noch unsere Auswechselschiffe entsprechend, ne, die Einwechsel- oder die Einwechselfähigkeit verbessert haben, wir haben jetzt Slave One verbessert, wir haben Vader verbessert. Der nächste, den ich verbessere, ist wahrscheinlich Fives, ja, einfach nur deswegen, weil er ein situationsbedingtes starkes Schiff ist. Vielleicht, nur vielleicht, werde ich aber auch Poe machen, weil ich Poe sehr gerne mag. Oder vielleicht mache ich aber auch Plo Koon, ganz einfach deswegen, weil ich Plo Koon sehr gerne mag. Und Plo Koon hat als Schiff, das eingewechselt wird, eine tolle defensive Funktion, nämlich heilt er unser komplettes Team um 40% Schutz und Gesundheit, befreit uns von allen Debuffs, was sehr, sehr cool ist. Und er ist dazu in der Lage, einen Verbündeten provozieren zu geben und 50% Schutzerhöhung. Ja, das ist auch sehr praktisch, weil er dann dafür sorgt, dass zum Beispiel, ich wechsle ihn ein, gebe es auf Sunfag und er heilt dann quasi alle unsere 3 Geonosianer und sorgt dafür, dass Sunfag definitiv provoziert, ja. Das wäre auch eine coole Sache. Und er hat noch einen zweiten Skill, alle Verbündeten erhalten 40% Zugleiste. Wenn es galaktische Republikverbündete sind, kriegen sie nochmal höhere Gesundheit und Schutzregeneration. Das ist zwar auch cool, aber alleine 40% mehr Zugleiste, ihr wisst ja, für unsere Geonosianer, ich wechsle ihn ein, er heilt alle. Und dann gebe ich allen nochmal Zugleiste und dann hauen die gerade nochmal voll drauf. Oder ich wechsle ihn ein und er heilt alle und ich mache dann, wenn die eh so gleich dran sind, ja, das lohnt sich Zugleiste zu geben, dann gebe ich dem einfach, lasse ich einen provozieren oder so, ja. Also ich denke gerade ernsthaft darüber nach, entweder Plo Koon zu leveln oder Fives als situationsbedingte Schiffe, denn ich habe kein Schiff, das unsere Schiffe heilen kann. Und die Geonosianer sind eigentlich recht stark. Die überleben meistens zu dritt die ersten 2 Runden, ja. Und wenn sie zu dritt die ersten 2 Runden überstanden haben, dann ist eigentlich wichtig, dass sie geheilt werden. Schutz und Lebenspunkte, damit sie noch länger überleben. Ich weiß, Plo Koon macht dann dafür nicht so viel Schaden, aber er macht den Schaden indirekt, indem er denen dann Zugleiste gibt und dafür sorgt, dass sie dann eben praktisch gleich wieder dran sind, wenn ich ihn eingewechselt habe, ja. Das sind so 2 Dinge, mit denen ich gerade spiele. Und ich habe noch ein bisschen Zeit, mir darüber Gedanken zu machen. Fives ist ja schon soweit gelevelt. Ja, Fives ist ja schon gemaxed. Ich werde als nächstes Schiff also Plo Koons Schiff farmen. Und also das Schiff werde ich definitiv farmen. Ihr seht das hier, das mache ich gerade schon mal. Und vielleicht farme ich auch Plo Koon nebenbei. Ich muss mal schauen, wo man ihn herbekommt. Ja, vielleicht mit Kantine-Energie farme ich ihn einfach mal so nebenbei. Und dann überlege ich mir, wenn ich 100 von diesen Teilen habe, ob ich sie vielleicht Fives gebe oder Plo Koon, weil wir haben eigentlich
als Ersatz-Tank Slave One, wir haben als Game-Changer, ja, als jemand, der reinkommt und den Sack zumacht und einen riesen Impact hat, haben wir Tykes 1. Wenn unsere Schiffe fit sind, kommt Plo Koon. Wenn unsere Schiffe nicht mehr so fit sind, wenn unsere Schiffe noch fit sind und wir machen den Sack zu, kommt Tykes 1 von Vader. Wenn unsere Schiffe nicht mehr so fit sind, dann kommt Plo Koon und sorgt dafür, dass sie wieder fit sind, ja, indem er sie ziemlich gut heilt. Das wäre also eine Möglichkeit. Und dann bräuchte ich Slave One nicht mehr mitnehmen, ja. Dann hätte ich zwar die Teile verschwendet, aber naja, vielleicht lasse ich Slave One doch drin. Darüber mache ich mir noch Gedanken, wen ich dann letztendlich mitnehme. Ich tendiere eben, wie gesagt, zu 4 Schiffen, und zwar Tykes 1, Slave One, Umbranische Sternjäger und Plo Koon, weil ich denke, dass das hier, gerade weil die Geonosianer so viele Lebenspunkte haben, eigentlich ziemlich cool ist. So, okay, Freunde, dann werde ich jetzt hier an der Stelle die Episode beenden. Lasst meinen Daumen nach oben da, wenn sie euch gefallen hat. Ich hoffe, ihr habt jetzt noch mal einen kleinen Einblick darin bekommen, in die Pläne, die ich habe. Plo Koon ist ziemlich cool. Ich mag ihn sehr gerne. Er ist definitiv einer meiner Lieblings-Jedi und ich wollte schon immer sein Schiff leveln. Es gab noch nie wirklich einen Grund dazu. Jetzt gibt es einen Grund, weil ich dann praktisch nicht unbedingt die Slave One benötige als Ersatztank, sondern Plo Koon kann reinkommen, alle Schiffe heilen, Schutz und Lebenspunkte und macht da eben einen zum Tank. Oder sorgt eben dafür, dass eben alle drei 40% Zugleiste bekommen und dann vielleicht sogar sofort gleich wieder drauf kloppen können, ja? Und dadurch richten die auch großen Schaden an. Außer es kristallisiert sich heraus, dass Vader als erste Unterstützung einfach so mächtig ist, dass es egal ist, in was für eine Situation wir uns befinden, dass Vader, also auch wenn wir ein Schiff verlieren oder nicht, oder ob unsere Schiffe geschwächt sind oder nicht, dass wir einfach ungeachtet von unserer Situation immer Vader reinholen und Vader räumt auf. Ja, wenn Vader so dermaßen mächtig ist, dann brauchen wir Plo Koon nicht extra zu leveln dafür. Das werden wir sehen und hoffentlich bis zur nächsten Episode, Freunde. Möge die Macht mit euch sein.